Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Orakel. Ihr Lieben, ich danke euch. Die ersten drei Geschichten haben mich schon erreicht. Ich werde dafür, also für jede einzelne Geschichte, dann ein eigenes Video machen, euch dann im Anschluss noch eine Seelenbotschaft ziehen und ich freue mich schon total drauf. Ich bin gespannt auch, wie diese Art von Videos ankommt, da ich ja glaube, dass vielleicht wenn du jetzt weißt, dass diese andere Person vielleicht die gleichen oder die ähnlichen Dinge durchgemacht hat wie du selbst, dann bringt dich das vielleicht auch irgendwo wieder ein Stückchen weiter. Also ich hoffe es, ich wünsche es mir. Ihr Lieben, wir schauen heute darauf. Ich möchte heute fragen, was möchte dein Schatz dir sagen, was möchte dein Schatz dir mitteilen und kann es aber vielleicht nicht, ja, durch irgendwelche Umstände. Also es geht jetzt um eine Botschaft von Herz zu Herz. Diese unausgesprochenen Worte, ja, die du vielleicht schon telepathisch übermittelt bekommst, aber doch eben nicht auf der realen Ebene ausgesprochen sind. Ich hole mir die Karten. Wow, eine Botschaft, die tief geht. Es sieht so aus, als würde dein Schatz hier ganz, ganz viel wahrnehmen von dir. Ganz viel von deiner Transformation, von deiner Innenarbeit. Hier ist ganz viel. Ja, ich meine, wir haben hier wieder die Bewunderung, ja. Dein Schatz schaut hier auf dich mit großen Augen und er möchte, dass du hier diesen Weg auch weitergehst. Hier steht quasi geschrieben, du bist mein helles Licht, du bist meine Inspiration. Ich spüre dich und ich spüre deinen Neustart und dein Neustart bringt auch mich auf neue Wege. Und auch wenn wir getrennt sein mögen, fühle ich mich dennoch nicht von dir verlassen, weil ich dich spüre. Und ich spüre dich ganz tief in meinem Innersten, dort, wo die Schatten sitzen, die Schatten, die du mir aufzeigst. Und genau dort versuche ich, mein Gleichgewicht zu finden. Ihr Lieben, das ist wie eine Art Kampfansage an die eigenen Schatten. Ich erwähne ja öfters, dass du natürlich in deiner Transformation das deinem Schatz immer irgendwo überträgst. Ja. Ob jetzt nun in einer gemeinsamen Verbindung seid, also in einer Partnerschaft, in einer Beziehung oder ob es sich hier um eine Wunschpartnerschaft handelt oder ob eine Ex-Partnerschaft, ja, ihr seid in Trennung oder dergleichen, das spielt hier überhaupt keine Rolle, weil hier geht es um die Seelenverbindung, die hier zwischen euch beiden besteht und die Energie, die du aussendest, die du deinem Schatz überträgst quasi, durch deine Veränderung, durch deine Transformation, durch deinen Wachstum, zieht natürlich deinen Schatz auch irgendwo mit. Ab und zu ein bisschen langsam, ja, ab und zu dauert es ein bisschen, aber hier ist Bewegung drin, ja, weil dein Schatz schaut zu dir auf. Da ist wirklich diese, es kann hier ganz im Unterbewusstsein stattfinden, ja, also es muss jetzt nicht unbedingt sein, dass das deinem Schatz so wirklich bewusst ist, dass das von dir kommt. Ist nicht bei jedem so. Dennoch spürt er dich ja. Ja, er spürt hier, die telepathische Verbindung ist hier bestehend und das bringt deinen Schatz natürlich in sich auch weiter. Und ich finde es total schön, wie dein Schatz hier sagt und auch wenn wir getrennt sein mögen, ich fühle mich trotzdem nicht verlassen von dir. Ja? Das heißt so viel wie, du bist immer und überall präsent bei deinem Schatz. Ihr Lieben, ihr wisst, es ist ein allgemeines Orakel, ja, es kann und wird nicht auf jeden vollständig zutreffen. Nein, erst die. Wir möchten noch eine Liebesbotschaft.
Ja. Da haben wir es doch schon. Ein Geheimnis, alles wird zur rechten Zeit offenbart werden. Der Schleier wird sich bald lüften. Ja, hatten wir in einem älteren Orakel schon. Und ja, danke für die Bestätigung. Es heißt, es zieht sich weiter. Also die Informationen sind immer noch gleich. Was in meinen Augen immer eine positive Sache ist, zum Beispiel für jemanden, der jetzt nicht so an diesen Hokuspokus glaubt. Ja, ich meine, ich bin im vollsten Vertrauen, ja, ich brauche die gleiche Botschaft jetzt nicht unbedingt immer wieder, okay? Aber wenn du dann siehst, dass in dem Orakel fallen die gleichen Karten wie in dem Orakel von vor 6 Wochen oder so, ja, dann heißt es, dass diese Zeitqualität, diese Energie immer noch da ist, ja, und dass hier immer noch gearbeitet wird, ja. Ja, das Universum kennt keine Zeit und ich meine, manche Schatzis, die sind halt ein bisschen im Schneckentempo verhaftet und das sollen sie, ja, weil ihr wünscht euren Schätzen sicherlich eine ordentliche, tiefgreifende und vollkommene Transformation. Tief in deinem Herzen kennst du bereits die Antwort. Tu das, was für dich richtig ist. Ja, dein Schatz möchte ja definitiv, dass du auf deinem Weg weitergehst, auf dem Weg, auf dem du dich gerade befindest. Weil, ich meine, die Transformation hat ja kein Ende. Ja. Du gehst weiter und inspirierst deinen Schatz natürlich auch immer und immer weiter. Telepathie, ich denke gerade an dich. Ich liebe dich. Ja, ihr Lieben, die Gefühle sind da, das wissen wir. Ich glaube, das brauchen wir jetzt nicht immer und immer wieder wiederholen. Doch, tun wir schon, weil es einfach schön ist, einfach nochmal zu wissen, okay, ich täusche mich nicht. Ja. Das, was ich spüre, ist tatsächlich so. Und dann haben wir unter dem Deck, wirf all deine Bedenken über Bord, lass dich in meine Arme sinken. Als Ergebnis. Ja, ihr Lieben, wenn es dann soweit ist, wenn der Tag gekommen ist, dann und wenn das dein Orakel ist, dann werdet ihr euch begegnen, dann werdet ihr euch auf Augenhöhe begegnen und ihr werdet euch in den Armen liegen. Was wünscht sich dein Schatz von dir? Also, was möchte dein Schatz, dass du tust? Wow. Ich will's gar nicht aussprechen. Ich will es gar nicht aussprechen. Wisst ihr was? So, das hier, was hier liegt, und ich habe es noch nicht mal genau gesehen, ist der Inbegriff von bedingungsloser Liebe. Ja. Denn dein Schatz möchte hier, dass du in die absolute Erfüllung kommst. Jetzt gerade auf deinem Weg. Ja? Dein Schatz hängt hier gerade in seinen Schatten rum und wünscht dir aber, dass du groß wirst, dass du heil wirst, dass du dich vervollständigen kannst selbst. Aber das ist ja, gut, ihr kennt mich, ich hoffe, ihr versteht mich richtig. Dein Schatz möchte von dir, dass du dich befreist aus gewissen Gedankenkarussellen. Dein Schatz möchte, dass du deine Kräfte fließen lässt. Dass du in deine ureigene Kraft kommst. Wir haben hier die 8 der Schwerter, die Herrscherin, den Turm, die 10 der Stäbe. Wieder mal und unter dem Deck das Ass der Kelche. Also dein Schatz möchte von dir, dass du dich befreist, dass du dich von den Altlasten befreist, dass du dich von irgendwelchen Endlosschleifen, Gedankenkarussellen befreist, um wirklich in deiner Kraft zu stehen. Ja? Und zwar komplett geerdet und komplett angebunden an das Universum, an den Kosmos, ja? die weibliche Urkraft, dass du dich deinem Weg hingibst, dass du dich deinem Leben hingibst. Dass du, wenn nötig, auch
alles zerstörst, was nicht mehr trägt, alles von dir weißt, was dich runterziehst, ja, dich von allem abschneidest, das dich auf deinem Weg weiterbringt. Dazu, da liegt noch eine Botschaft drin, dazu gehören auch gewisse Gedanken, gewisse Erinnerungen, festhaltende Dinge aus deiner Vergangenheit mit dieser Person, ja, wenn es sich hier um einen Ex-Partner handelt, wenn es sich hier um eine On-Off-Beziehung handelt, ja, und ihr seid gerade im Off quasi. Davor waren ja Dinge, im Positiven sowie im Negativen. Das heißt, vielleicht hat dich dein Schatz von heute auf morgen stehen gelassen, ja, also quasi diese Off-Phase eingeleitet. Und du versuchst dich aber an die schöne Zeit dran zu klammern. Ja, oh, und es war so schön, und als wir dort waren und als wir hier zusammen waren und dann haben wir zusammen gekuschelt und was auch immer, ja. Dieses Festhalten, dieses Schwelgen in den Erinnerungen, ja, in den schönen Erinnerungen, das hindert dich natürlich auch am Voranschreiten, ja, auch wenn du, ich meine, die Erinnerungen dürfen da sein, sie sollen da sein, aber sie bringen dich weiter, wenn du es dir nicht dauernd in dein Gedankenkarussell mit einbeziehst, ja, genauso natürlich wie negative Gedanken. Wenn du dich dauernd zurückerinnerst, was dein Schatz gemacht hat, ja, hat dir einfach nicht mehr geantwortet, hat dich einfach stehen gelassen, hat dich fallen gelassen wie eine heiße Kartoffel oder ihr habt immer nur diskutiert oder er hat dich immer nur fertig gemacht wegen irgendwas, ja, oder keine Ahnung, dann bist du auch irgendwo gefangen in einer Art Gedankenkarussell und das hindert dich ja auch am Voranschreiten. Deswegen möchte dein Schatz hier, dass du dich losreißt, dass du hier deine Ketten sprengst. Und dass du hier in deine vollkommene Wahrhaftigkeit einsteigst, ja. Die 10 der Stäbe sagen hier aus, natürlich allgemein, ja, die Belastungen, die man mit sich rumträgt. Aber dein Schatz möchte auch, dass du dich von seinen oder von ihren Belastungen befreist, ja. Ich meine, in dieser Seelenverbindung spürst du natürlich auch die Dinge von deinem Schatz, die Schwere, die Wunden, den Schmerz, die Vergangenheit, die Trauer, ja. Das sind lauter so Sachen, die man sich vielleicht auch unbeabsichtigt gerne selbst auflässt und auflastet. Dein Schatz möchte aber, lass los. Lass los und geh weiter, weil indem du weitergehst, ziehst du deinen Schatz auch irgendwo mit. Okay, natürlich, bei anderen Grüppchen ist es dann so, dass es später dennoch nicht in eine gemeinsame Beziehung führt, ja. Aber das ist eben wieder dieses Nächstenliebe-Thema, ja, diese bedingungslose Liebe. Okay, ich wünsche dir das Beste. Ich wünsche dir alles Glück dieser Erde. Auch wenn ich später nicht die Frau oder der Mann an deiner Seite sein werde. Hier ist die Chance auf die große Liebe angezeigt. Ja, natürlich auch mit dem großen Vermerk der Selbstliebe. Ja. Dein Schatz möchte, dass du komplett in deine Selbstliebe eintauchst. Dass du eventuell auch, wenn es in eurer Konstellation jetzt so ist, dass ihr nicht füreinander bestimmt seid in diesem Leben, möchte dein Schatz, dass du deine große Liebe findest. Jetzt mögen einige von euch wahrscheinlich sagen, ja, aber er oder sie ist doch meine große Liebe. Ihr Lieben, unser Leben ist noch nicht vorbei, ja, und ihr wisst ganz genau, ihr Gedankenkarussell, ja, diese Gefangenschaft des Egos, ja, aber er oder sie ist doch der perfekte Partner für mich oder die perfekte Partnerin. Ja, wer sagt denn das? Ich möchte dir da nichts ausreden. Fühl dich bitte einfach rein. Spür dich in dich. Gut, darum geht es jetzt eigentlich auch gar nicht. Es geht darum, dein Schatz möchte
wünscht sich von dir, dass du weitergehst auf deinem Weg, weil dein Schatz sieht, dass du gerade auf dem besten Weg bist in dein Glück und in deine Vollkommenheit. Danke fürs Zusehen. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal.